Jetzt auch offiziell hier auf meinem sozialen Kanal wünsche ich dir ein frohes neues Jahr. Ich habe ja in meiner E-Mail, in meinem letzten Sonntagsmail so die Frage gestellt, wo für dich die Richtung des Jahres hingeht, was deine Richtung für dieses Jahr ist. Und darauf möchte ich kurz eingehen. Denn was ich sehr oft gelesen habe, war so eine Liste von Zielen und Richtungen. Oder mindestens zwei, drei Punkte. Hey, die Frage, stell dir vor, du hast eine Walnuss in 365 Meter Entfernung. Womit erhöhst du die Chance, die Walnuss zu treffen? Mit einem Scharfschützengewehr? Oder einem Laser? Oder, ja, mit einer Schrotflinte? Ich glaube, die Antwort ist klar. Ich glaube, der Grund, warum viele Menschen sich so schwer tun, sich konkret mal auf ein Ziel, eine Richtung festzulegen, ja, hat was mit zwei Dingen zu tun. Ja, Nummer eins, sie glauben nicht, dass sie das verdienen, was sie wirklich wollen. So, sie müssen noch andere Dinge finden, weil sie denken, ach nee, das schaffe ich ja sowieso nicht. Also der tief sitzende Glaube, dass sie das, was sie eigentlich wollen und brauchen, gar nicht verdienen. Ja, und das andere ist die Angst, das einfach nicht zu erreichen und sich deswegen andere Punkte zu suchen, mit denen man sich ja wenigstens ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher, wie auch immer, fühlen kann. Und hier sind wir bei dem wichtigen Punkt. Es geht ja nicht darum, dass du die Ziele erreichst. Ich möchte dir jetzt helfen, mal zu dem einen Punkt zu kommen, weil ich wette, bei einigen dieser Listen, die ich da bekommen habe, die ich in meinen E-Mails dort lese, bei den meisten dieser Listen wird das Wichtigste, das, was du wirklich willst und brauchst, wird wahrscheinlich gar nicht draufstehen, sondern bloß die anderen Sachen, weil du dich vor diese eine Sache drückst. Und diese eine Sache zu finden, und dazu möchte ich dir hier einen Tipp geben. Schau dir die Ziele an, die du gern erreichen willst, und frage dich, wie willst du dich dort fühlen? Wie willst du dich fühlen? Welches Gefühl möchtest du gerne haben, nachdem du dieses Ziel erreicht hast? Was wäre, wenn dieses Gefühl das ist, was du eigentlich willst? Und das ist, was deine eigentliche Richtung für dieses Jahr darstellt. Eine Richtung, die du zu jedem Zeitpunkt neu kalibrieren kannst, nämlich auch jetzt. Wenn du weißt, hey, ich möchte das, damit ich mich erfolgreich fühlen kann, dann kannst du jetzt üben, nach Dingen zu suchen, denen du schon gut genug bist. Oder jetzt dich so zu verhalten, wie es ein erfolgreicher Mensch tun würde. Wenn du sagst, hey, ich möchte mich sicher und innerlich angekommen und ruhig fühlen, dann kannst du dich zum jetzigen Zeitpunkt dazu entscheiden, jetzt etwas zu denken, den Fokus auf das zu legen, was dich ruhig fühlen lässt, was dir Sicherheit gibt. Oder jetzt etwas zu tun, was dir eben hier und jetzt Sicherheit geben würde. Wenn du sagst, hey, ich möchte das und das erreichen, damit ich mich endlich geliebt fühlen kann, damit ich vielleicht eine Partnerschaft kriege und mich geliebt fühle, das Vertrauen von jemand anderem in mich spüre, dann kannst du jetzt etwas tun, um dir selbst zu beweisen, dass du dir vertrauen kannst, um dir jetzt was Gutes zu tun, damit du dich jetzt schon geliebt fühlen kannst, vielleicht sogar ohne einen anderen Menschen. Also, nimm das mal als Tipp mit. Schau dir jetzt nochmal deine Ziele für dieses Jahr an oder deine Richtungen, die du für dich so festgelegt hast. Schau, wie willst du dich fühlen dabei? Weil das gibt dir wesentlich mehr Aufschluss darüber, was du eigentlich wirklich willst und verdienst.